Kommentiert. Eines der aktuellen Themen, das unsere Handwerksbetriebe bewegt, ist die Energie. Und das aus verschiedenen Sichtweisen. Die einen kämpfen darum, überhaupt bezahlbare Lieferverträge für Strom und Gas zu bekommen und suchen nach Einsparmöglichkeiten. Geänderte Öffnungszeiten, wo es möglich ist, sind da eine Alternative und kommen oft auch noch bestehenden Personalproblemen entgegen. Preisnachkalkulationen stehen fast überall an. Neue Energie-, Material- und auch Lohnkosten müssen einkalkuliert werden. In der Kreishandwerkerschaft Bautzen mehren sich Anrufe von Kunden, die nachfragen, ob denn beispielsweise der Friseur das darf. Ja, das darf und muss er oder sie. In welcher Form, ob im Preis verrechnet oder als eine Zuschlagsposition, ist ihm überlassen. Und der Kunde muss es akzeptieren oder wechseln. Und ja, manche Handwerker, die schon ein fortgeschrittenes Alter erreicht haben, überlegen auch, nun doch ihr Gewerbe abzumelden. Es ist keine große Schließungswelle, aber vereinzelte Abmeldungen gibt es schon. In 6 Monaten hat sich die Zahl der 4.508 im Landkreis Bautzen eingetragenen Handwerksbetriebe um 1%, das sind 44 Betriebe, verringert. Andere Gewerke, die die Energiewende umsetzen sollen, kämpfen mit Lieferengpässen und enormen Kundennachfragen. Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sind nur mit langen Lieferfristen verfügbar. Für die Inbetriebnahme fehlen manchmal nur Kleinigkeiten, aber sie fehlen eben. Und doch gibt es auch positive Zeichen. Den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Klimatechnik muss man regulär in 3,5 Jahren erlernen. Wir können schon in den letzten Jahren beobachten, dass sich mehr junge Leute dafür interessieren. Die Zahl der Lehrverträge in diesem Beruf ist von 11 im Jahr 2016 auf 31 zum Lehrbeginn 2022 gestiegen. Das lässt hoffen, dass unsere Jugendlichen die Zeichen der Energiewende doch richtig verstehen. Jeder kann selber etwas tun.